drei Männlein im Walde. Es war einmal ein Mann, der hatte eine Tochter. Und es war einmal eine Frau, die hatte auch eine Tochter. Beide heiraten. Doch die Frau war zu der Stieftochter gar nicht gut. Sie schickte sie mitten im Winter in den Wald hinaus Erdbeeren pflücken. Das junge Mädchen tat, wie ihm geheißen, und lief in den tiefen Wald hinein. Dort kam es an ein Häuschen, und dort wohnten drei kleine Männlein. Da es ihr nicht so gut ging, blieb sie einfach dort, half im Haushalt und sorgte für den Garten. Und tatsächlich, unter dem Schnee fand sie Erdbeeren. Und da sie ein bisschen Heimweh hatte, fragte sie die Männlein, ob sie dann nicht wieder nach Hause gehen könnte. Nun gut, wir lassen dich gehen, aber nicht ohne deinen gerechten Lohn. Du sollst mit jedem Tag schöner werden und aus deinem Mund kommen mit jedem Wort Goldstücke. Und du sollst einen Prinzen bekommen. Das ist das, was wir dir wünschen. Das Mädchen lief vergnügt nach Hause und brachte der Stiefmutter die Erdbeeren. Die andere Tochter, die wollte das auch. Also zog sie los. Bei den drei Männlein angekommen, war sie aber faul. Sie lag den ganzen Tag nur im Bett. Macht doch eure Arbeit alleine. Ich habe keine Lust dazu. Und die Männlein sagten, nun gut. Aber wenn du wieder nach Hause kommst, dann bekommst du deinen gerechten Lohn. Du wirst immer hässlicher. Und bei jedem Wort soll eine Kröte aus deinem Mund springen. Und du wirst eines unglücklichen Todes sterben. So lief das junge Mädchen nach Hause. Und fortan ekelte sich jeder vor ihr, weil bei jedem Wort eine Kröte aus ihrem Mund kam. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.